Hallo zusammen, heute schauen wir uns mal an, wo man das mythische Item, den Ring der wilden Jagd, herbekommt. Der Endboss im Gruppenverlies Eldengrund 1 im Tratwald droppt die Spur, das Gesicht der Schlange. Genau wie ihr befürchtet habt, das Ritual ist abgeschlossen. Ein Boss im Weihegrund des Finsteren in Glen Umbra droppt die Spur Wasserband. Ein Weltboss in Malabal Tor droppt die Spur Gesicht der Wolfsbestie. Ein Weltboss in Grünschatten droppt die Spur Symbol von Yffre. Ein Weltboss in Trübmoor droppt die Spur Talisman der Gestaltlosen. Wenn man alle Spuren zusammen hat, muss man den Ring nur noch ausgraben. Man kann dann gegebenenfalls die Eigenschaften und die Verzauberung anpassen, wenn man möchte, und sich schneller durch Tamriel bewegen. Wenn das Ganze hilfreich für euch war, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Viel Spaß im Spiel, bleibt gesund, viel Erfolg beim Farmen der Spuren, bis zum nächsten Mal.